Sie können sich nicht selbstständig bewegen, müssen gefüttert und gelagert werden, sind spastisch oder haben schwerste Epilepsien. Für Jenny, Mandy und Benny ist der Erlenbusch ihr Zuhause. Eine Einrichtung im Norden Hamburgs, in der 43 Kinder und Jugendliche mit schwersten Mehrfachbehinderungen leben. Ein Team aus Erziehern, pädagogischen Helfern und Krankenschwestern betreut sie rund um die Uhr. Lena King kam mit 11 Monaten in den Erlenbusch. Von der Erstdiagnose nach der Geburt, das Kind wird nie allein atmen oder gehen können, grenzt es schon fast an ein Wunder, wenn man die fröhliche Lena heute erlebt. Sie wurde mit einer schweren Behinderung geboren, die Verbindung zwischen rechter und linker Gehirnhälfte fehlte und mit einem verkümmerten Kleinhirn. Ausdauer, Geduld und ein Sherlock-Holmes-Verfahren des Ausprobierens sind gefragt, um die zum Teil winzig kleinen Fähigkeiten der Erlenbusch-Kinder zu fördern. Seit 10 Jahren betreut Silke Dahlmann Lena. Als Lena zu uns kam, hatte sie die Prognose, dass sie vielleicht mal die Hände zusammenführen wird. Und da waren die Erwartungen der Ärzte einfach nicht sehr groß. Und sie kam zu uns, lächelte alle an, war ein sehr fröhliches Kind, sehr freundliches Kind. Und im Laufe der Zeit, also jetzt, der Fortschritt ist, Lena spricht, Lena läuft. Sie ist ganz normal. Als sie zu uns kam, war sie mit einer Sonde versorgt, sodass sie eben über den Mund keine Nahrung aufnehmen konnte. Und das hat sie im Zeitraum von knapp 11 Jahren geschafft hier im Hause. Anna King ist sehr dankbar für diese segensreiche Einrichtung, denn es sind wahre Wunder, die das Team des Erlenbuschs mit ihrem Engagement, Wissen und Menschlichkeit bei ihrer Tochter Lena vollbracht hat. Als erste Vorsitzende des Förderkreises Erlenbusch e.V., der im Jahre 2002 gegründet wurde, engagiert sie sich mit 60 Ehrenamtlichen dafür, dass Mittel bereitgestellt werden, die über die von der Sozialbehörde garantierte Grundversorgung hinausgehen. Der Förderverein versucht, sich einzusetzen für die Kinder möglichst direkt und das eigentlich in Form von Geld, was letztendlich dann in Zeit münden soll, also dass wir für die Kinder was tun können, was zeitintensiv ist und das ist das, was am allerteuersten ist. Sie mit Dingen zu versorgen, die für andere Kinder und für gesunde Kinder völlig selbstverständlich sind. Ein Eis essen ist ein Tagesausflug. Und da ist das Eis an sich nicht das finanzielle Problem, sondern die Zeit und der Aufwand, der damit verbunden ist, es diesen Kindern zu ermöglichen. Behinderungen nicht als Defizit zu sehen, sondern als Teil einer einzigartigen Individualität, gehört mit zum Konzept des Erlenbuschs, das sich zwischen bewährten Traditionen und neuen Erkenntnissen bewegt. Willst du das mitnehmen oder liegen lassen? Der Schwerpunkt hier liegt in der Vernetzung der Bereiche therapeutisches Angebot, pädagogisches Angebot und medizinisches Angebot. Und in diesem Schnittpunkt, in dieser Schnittmenge, da findet die Arbeit hier statt. Diese Arbeit blickt zurück auf eine bewegende Geschichte in den 30er Jahren, als das Haus von Hilde Wulff gegründet wurde, das sie wegen des vorhandenen Baumbestandes im Erlenbusch nannte. Sie war selbst seit ihrem 2. Lebensjahr an Kinderlähmung erkrankt. Ihre starke Lebenskraft half ihr, ein Studium zu absolvieren und als Pädagogin und Jugendfürsorgerin tätig zu sein, was für diese Zeit ganz außergewöhnlich war. Während des Nazi-Regimes musste sie aus Berlin flüchten, erwarb das Landhaus des Hamburger Kaufmanns Klöpper und zog 1935 mit 20 behinderten Kindern von Berlin in die idyllisch gelegene Villa in Hamburg-Volksdorf. Bis zu ihrem Lebensende im Jahre 1972 lebte Hilde Wulff im Erlenbusch. Das Haus hat sich sehr vergrößert. Die Kinder leben in 5 Wohngruppen mit festen Bezugspersonen. Die Zimmer zum Wohnen und Leben sind individuell auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingerichtet. Lena wohnt mit Jenny zusammen. Hier wird gespielt, gegessen und geduscht. Integriert mit Betreuung und Förderung wird so der Alltag gelebt. Dieser beginnt für viele Kinder, die schulpflichtig sind, schon sehr früh. Auch Lena ist Schulkind und besucht die Bugenhagen-Schule in Hamburg. Eine Einrichtung für Kinder mit besonderem Förderbedarf. Jeden Freitagnachmittag holt Anna King ihre Tochter Lena aus der Schule ab, um gemeinsam das Wochenende in der Familie mit Vater Billy King und Schwester Paula zu verbringen. Dank des Erlenbuschs können sie so ein fast normales Familienleben führen. Die ersten Wochen nach Lenas Geburt sind für Anna King immer noch sehr präsent. Man sah, wie sie mühsam einatmete und kriegte das nicht richtig hin, dann wurde sie blau. Oh, immer wieder, dann kriegte sie Schweißperlen überall und sie schluckte nicht und bewegte sich kaum. Und dann haben wir probiert zu füttern und
waren beim Kinderarzt und dann spuckte sie diese 3 Gramm, die sie gegessen hat, wieder aus. Es ging gar nichts und dann kam sie auch gleich wieder ins Wilhelmstift. Die haben dann gesagt, hier stimmt was nicht, wir wissen es aber nicht. Und dann ist sie da geblieben. Nachdem ich gelernt habe, wie man Säuglinge wiederbelebt und habe eine Atemmaske mitbekommen und einen Monitor natürlich, eine Dauerüberwachung, habe gelernt, wie man Nasensonden legt, damit ich das Kind ernähren kann. Und dann durften wir Lenchen mit nach Hause nehmen. Und das haben wir dann auch probiert. Und wieder 2 Wochen. Und dann bin ich zusammengeklappt. Dann war wirklich Schluss. Die Familie steuerte auf eine Katastrophe zu. Nicht nur Lenchen war in Lebensgefahr, auch die Hilfeschreie des Schattenkindes Paula wurden lauter und für Ehe und Job eine Belastung, die kaum tragbar war. Habe ich wirklich für mich gedacht, jetzt ist, geht die Welt unter. Also mein Leben ist jetzt zu Ende. Von einem Workaholic zu einem Hausmann, das konnte ich mir dann so schnell nicht, so einfach nicht vorstellen und es war schon echt hart. Täglich 24 Stunden, um ein Menschenleben zu bangen und dann doch zu scheitern. Billy King berührt es auch jetzt noch, wenn er an diese Zeit zurückdenkt. Das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann, sein Kind wegzugeben. Sein behindertes Kind wegzugeben, dafür sind sie angefeindet worden. Doch diese Entscheidung hat alle gerettet. Heute hat Lena 2 Familien und kann mehr, als ihr die Ärzte jemals zugetraut hätten. Ich glaube schon, dass Lena immer Betreuung brauchen wird, aber ich glaube, dass sie ganz langfristig in einer eigenen Wohnung leben wird. Schwester Paula ist glücklich, dass Lena sprechen gelernt hat und manchmal vermisst sie sie auch. Lenas Behinderung ist für sie kein Problem und das wünscht sie sich auch von anderen Menschen, die Lena immer so anschauen oder auslachen. Auch Anna King war früher Behinderten gegenüber sehr zurückhaltend. Ich habe mich wirklich sehr gescheut, regelrecht gegruselt, geängstigt. Ich hatte Angst, die anzugucken. Die machen manchmal peinliche Sachen, manchmal gruselige Sachen. Manchmal möchte man es weder sehen, noch hören, noch riechen, noch begegnen, berühren gar. Und heute, wo ich die Gelegenheit habe, diese wunderbaren Menschen zu sehen und ihnen zu begegnen, schäme ich mich dafür, dass es mir damals so viele Jahre so gegangen ist. Und ich hoffe auch, den Kindern was zurückgeben zu können, denn es sind wundervolle Kinder, die alle sehr, sehr eigensinnig, sehr besonders und sehr, sehr selbstbewusste, starke Menschen sind, die es verdienen, dass man sich um sie kümmert und sie glücklich macht, so es denn irgendwie geht.